herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kult Shorts. Neue Filme aus der Kulturwissenschaft. Ich bin Anna I. und ich werde euch heute durch die Sendung führen. Wir sehen selbstproduzierte Kurzfilme von Studierenden der Humboldt-Universität in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Entstanden sind sie in einem Seminar zum Thema Heterotopie. Aber was ist das eigentlich? Es ist ein Konzept von Michel Foucault. Der Begriff setzt sich zusammen aus hetero, was anders bedeutet, und topos, was Ort bedeutet. Zusammen meint es also einen anderen Ort. Es sind sozusagen verwirklichte Utopien, in denen alle realen Orte der Gesellschaft repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden. Es sind also Räume, die in besonderer Weise gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren. Die Studierenden haben sich drei verschiedene Orte angeschaut und sich die Frage gestellt, ob es sich dabei um Heterotopien handelt. Dabei sind drei vollkommen unterschiedliche Filme entstanden und wir beginnen jetzt mit einem eher essayistischen. Mal ist man eben im Umgeben von Pflanzen, man hört die Vögel, man sieht die Vögel, man sieht auch immer mal Eichhörnchen. Man ist einfach so weg plötzlich. Ah, hey! Ja, ja sicher! Auf jeden Fall! Wirklich so ein Eintauchen in eine andere Welt. Ist auch ordentlich Arbeit, muss man auch Zeit und Leidenschaft für haben. Ja, das Besondere an dem Garten ist, dass es so ein wilder Garten ist. Und eben auch diese vielen tollen Bäume und ja, es ist einfach ideal hier. Also gut funktioniert Mangold, Tomaten, Kürbis, Zucchini. Ja, wir hatten so eine Zucchini. Ja, aber mit den anderen haben wir nicht so viel zu tun. Also ist schon der Laubenpieper, bleibt schon auch gerne für sich, wa? Wir sind noch nicht so lange. Kleingärtner. Kartoffeln war gestern eine Katastrophe, da war irgendwas. Naja, einen Fehler gemacht, die Kartoffeln zu lange drin gelassen. Und wenn man die Kartoffeln zu lange drin lässt, dann kommt die Kartoffel voll.
Es ist einfach eine Oase. Ich habe jetzt Caitlin Krämer aus der Forschungsgruppe hier bei mir im Studio. Hallo Caitlin. Hallo. Und ich habe mich gefragt, für viele Leute, haben wir auch im Film gesehen, bedeutet der Kleingarten einen Gegenraum zur Stadt, der Erholung bedeutet und eine Pause vom Stress, irgendwie ein Paradies. Aber wie viele gesellschaftliche Verpflichtungen lässt man denn wirklich zu Hause? Also in unserer Auseinandersetzung mit dem Kleingarten als Heterotopie haben wir gemerkt, dass viele Alltagsstrukturen und Verhaltensmuster übernommen werden. Im Garten wird auch Arbeit verrichtet, aber sie wird im Kontrast zur Lohnarbeit ganz anders wahrgenommen und bewertet. Zum Beispiel gibt es viel größere Selbstbestimmung und auch viel größere Wertschätzung für die Arbeit im Kleingarten. Letztendlich wird der Garten auch als Erholungsort gesehen und auch genutzt. Ein Ort, an dem man Energie tanken kann. Und letztlich unserer Analyse zufolge auch ein Ort, an dem das neoliberale System stabilisiert wird. Und warum habt ihr euch entschieden, diesen Raum zu analysieren, euch mit dem Kleingarten zu beschäftigen? Ja, also angesichts der zunehmenden Verstädterung und auch in Bezug auf die Diskussion von der Vereinbarkeit von Stadt und Natur fanden wir den Kleingarten sehr interessant, weil wir uns da auch gefragt haben, welche Träume und Bedürfnisse nach Abgrenzung und Ordnung in dem Wechselverhältnis zu Nachbarschaftlichkeit und Gemeinschaft in diesem Ort, in diesem Raum Kleingarten deutlich werden. Dankeschön, Caitlin. Der nächste Film fragt sich, wie viel Zeit verbringen wir online? Selbst in der Arbeitswelt findet eine Verlagerung statt. Doch wie sieht der digitale Raum als Arbeitsplatz aus? Der folgende Film, Crowdworking, Arbeit im digitalen Raum, beschäftigt sich mit den Gründen, Hürden und Ausblicken. Wenn man jeden Job hat, den man komplett am PC machen kann, dann ist alles andere ja im Grunde verschenkte Zeit. Warum soll ich 1-2 Stunden irgendwo hinreisen und da irgendwo eingefärbt sein zu gewissen Zeiten, statt alles so zu machen, wie ich möchte. So, gut, naja, das ist ja wirklich komplett freie Arbeit, im Grunde ohne einen direkten Arbeitgeber oder irgendwie sowas. Also man kann natürlich da jetzt einfach Urlaub nehmen, wenn man will oder wenn man es braucht oder nicht braucht, ja, das ist, insofern ist es ja nicht ein richtiger Job, ne? Man ist ja schon völlig frei insofern. Wenn ich jetzt über Crowdwork spreche, dann meine ich Erwerbsarbeit, also bezahlte Arbeit, die online vermittelt wird über Plattformen und die digital auch erstellt wird. Also man hat digitale Ergebnisse. Also in der Öffentlichkeit geht es immer sehr stark so um einfache, repetitive, monotone Tätigkeiten, was auch oft als Clickwork bezeichnet wird. Das sind wirklich so sehr einfache Tätigkeiten, wo zum Beispiel Bilder bestimmten Produktgruppen zugeordnet werden. Also Tätigkeiten, die manchmal nur wenige Minuten oder auch Sekunden dauern, eben per Klick erledigt werden können. Im Grunde habe ich selbst auch ein bisschen geschaut, ob da nicht Dinge dabei sind, die ich automatisieren könnte.
Also habe ich meistens nur die stumpferen Aufgaben halt so angeschaut, ne? Wie sie transkribieren von Audio oder halt auch das Digitalisieren von Visitenkarten oder Kassenbons. Das sind immer halt so die Standardaufgaben, die man da so kriegt. Dieser Begriff Crowd sagt ja schon, es ist die Masse, ne? Und letztendlich jeder Einzelne, der sich dann aber auf dieser Plattform anmeldet und arbeitet, muss dann ja sich wieder von dieser Masse abheben, um überhaupt erstmal einen Auftrag zu bekommen und sich dann eben in diesen Reputationssystemen, die Plattformen in der Regel ja auch haben, da überhaupt erstmal so eine Online-Reputation zu erarbeiten. Weil was man ansonsten aufweisen kann an Qualifikation, Studium und so weiter, das zählt ja erstmal nicht. Also erstmal alle Menschen konkurrieren miteinander. Und dann muss man auf dieser Plattform erst neu diese Online-Reputation erlangen. Crowdworker sind Journalisten, sind ITler etc., die sich eigentlich über ihre Fachlichkeit definieren und für die eben diese Arbeit auf der Plattform, das ist ein Weg, wie sie an Aufträge rankommen, also eine Möglichkeit der Akquise ist das. Und definieren sich aber nicht als Crowdworker. Schätzungsweise von vielleicht maximal 300.000 Menschen sind es ein paar Tausend, die wirklich von dieser Arbeit auf den Plattformen leben können. Für den anderen ist es ein Zuverdienst. Aber was man schon immer wieder feststellt, ist, dass es zum Beispiel gerade auch für Menschen, die halt wenig Geld haben, auch diese geringen Beträge von vielleicht 100, 200 Euro monatlich ziemlich relevant sein können. Ja, also man müsste natürlich irgendwie aufhören. Also nur ich denke mal, ich bin oft da einfach dran geblieben, eine Zeit lang einfach aus Interesse, um das alles mal ausprobiert zu haben. Aber sobald man halt eigentlich eine Sache sich ein paar Minuten angeschaut hat und man sieht, das rechnet sich einfach absolut gar nicht, dann hört man ja normalerweise damit auf. Also ich habe 1500 so kleinere Hits auf Amazon gemacht und das waren, glaube ich, $200. Was dann natürlich auch nur Amazon.com-Guthaben ist, was wir wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das legal ist, wir dürfen das eigentlich nicht oder wir können das nicht ausgeben. Ich glaube nur in Indien kann man das ausgeben und in den USA. Und auf Amazon.com lohnt sich nichts zu bestellen mit den Versandkosten. Ja, also ich denke, wenn man da wirklich von leben wollte, würde man halt viel zu viel Energie da reinstecken müssen. Ja, wenn man erstmal überhaupt so einen Auftrag erlangen muss, um überhaupt mal bewertet zu werden von einem Kunden, ja, und dann in der Hoffnung auf weitere Folgeaufträge, dann führt es halt dazu, dass die Leute sehr oft beim Preis sich halt auch drücken lassen oder eben auch nacharbeiten, unbezahlt in Kauf nehmen, um halt unbedingt eine positive Bewertung zu bekommen. Die Selbstständigen, die Mitglied bei uns sind, die haben sehr hohe Erwartungen und stellen hohe Anforderungen und ich würde vermuten, dass das für Crowdworker in ähnlicher Weise zutrifft. Und was für die wichtig ist, dass sie vor allem sich ihren Lebensunterhalt sichern können über ihre Arbeit und eben das ganze Problem der Sozialversicherung, also gerade auch sich abzusichern für Alter und Krankheit. Das ist ein großes Thema, weswegen Verdi ja auch sich für eine Erwerbstätigenversicherung einsetzt. Bei Crowdworkern braucht es zum Teil oder ich würde sagen zusätzlich nochmal eine spezifische Beratungsleistung, vor allem auch, wenn es jetzt um Fragen rund um die allgemeinen Geschäftsbedingungen geht. Also es gibt ja durchaus Plattformen, die AGBs haben, wo man dabei ist, die sind nicht rechtskonform. Beratung ist da von daher mit Sicherheit ganz wichtig, also dass man erstmal eine Beratung und Unterstützung bekommt, einfach bei Problemen. Und darüber hinaus wäre es wichtig, halt stärker wirklich, denke ich, so einen Austausch, auch eine Kommunikation herzustellen und eben auch die Erfahrung von Crowdworkern stärker in die Debatte mit einzuspeisen. Ich finde, man sucht sich halt da so eine Aufgabe aus von der Plattform, man macht die. Man guckt sich das an, wie langweilig war das jetzt oder wie furchtbar war das. Dann macht man das 5 oder 10 Minuten und schaut so, okay, wie viel habe ich da jetzt verdient? Und wenn das hinkommt, dann macht man das, denke ich, halbwegs gerne weiter. Ich freue mich sehr, dass Sarah Noack jetzt hier bei mir sitzt. Hallo Sarah. Hallo. Ich habe mich gefragt, ihr habt euch ja einen Raum ausgesucht, der nicht so leicht fassbar ist wie ein herkömmlicher Raum wie ein Garten, sondern digitaler Raum, Online-Raum. Warum?
Ja, gerade das ist ja das Spannende daran. Foucault redet ja auch von Räumen, die irgendwie anders funktionieren. Und gerade digitale Räume sind ja auf besondere Weise anders als analoge Räume. Besonders gut kann man das an der Arbeitswelt sehen, dass sich da die digitalen und analogen Räume auch vermischen und gegenseitig beeinflussen. Da eine zunehmende Digitalisierung im Moment stattfindet, ist es auch ein sehr aktuelles Thema. Deswegen wollten wir uns damit hauptsächlich beschäftigen. Und würdest du sagen, dass sich allgemein eine Veränderung der Raumwahrnehmung dadurch stattfindet? Ja, auf jeden Fall. Das Internet beeinflusst stark das Raumverständnis, weil es eben nicht ein so dreidimensionaler, greifbarer Raum ist. Das heißt, der funktioniert ein bisschen anders als so der analoge Raum. Und auch der Arbeitsmarkt wird dadurch stark beeinflusst. Zum Beispiel die Verhältnisse, die diesen Raum regeln, werden teilweise zwar reflektiert, aber auch umgestürzt. Zum Beispiel, wenn man jetzt an den Arbeitsplatz denkt, der halb in der analogen Welt ist, wenn man da vor seinem Computer auf dem Stuhl sitzt und teils aber auch in der Online-Welt sich befindet. Und der Trend geht da eher vom Angestellten zum Selbstständigen oder man hat nicht nur einen bestimmten festen Arbeitgeber, sondern mehrere Kunden. Danke dir für deine Antworten. Kommen wir nun zu unserem allerletzten Film. Berlin ist die größte Partymetropole Europas. Mehrere Millionen TouristInnen besuchen die Hauptstadt jährlich, um zu feiern. Dabei herrschen kaum zeitliche und räumliche Begrenzungen. Was macht die Faszination dieser Orte, dieser Clubs, dieser Nächte aus? Für mich persönlich gibt mir es schon so ein Stück Freiheit und vor allem so ein Ausgleich zum Alltag einfach, weil man bewegt sich irgendwie doch anders, man nimmt den Raum anders wahr, das Zeitgefühl, man hat irgendwie nicht so viele Limits. So ein Club, das Unterscheiden vom Alltag tut er sich, dass er was auf eine Art erstmal künstlich Erzeugtes ist und dass er halt den Alltag drumherum vergessen macht und ausblendet. Für die, die da arbeiten oder in der Clubszene tätig sind, ist es ja Alltag. Tatsächlich ist es so, dass seitdem ich im Club auflege, ich eigentlich nicht mehr feiern gehe. Was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass mich Partys an sich nicht mehr so mitreißen. Das ist genau das Gleiche, glaube ich, mit Türsteherei. Ich bin ja jedes Wochenende auf Party. Die Eindrücke, die Erfahrungen, die du da sammelst, führen dazu, dass du nichts Neues darin siehst. Es entwickelt sich eine Routine und so sieht man das, aber es macht noch sehr viel Spaß. Also es gibt ja dann doch, auch wenn es ein sehr freiheitsbietender Raum ist, gibt es ja schon Regeln, also aufgeschriebene und nicht aufgeschriebene. Das fängt ja an beim, komme ich da überhaupt rein? Also ich meine, da sitzt jemand, der darüber entscheidet, ob du da jetzt rein darfst oder nicht rein darfst, was irgendwie schon absurd ist, weil, also mit welchem Recht oder warum entscheidet derjenige das so? Dass man ja am Türsteher erstmal vorbei muss, dass man sich diesen dem so entgegenstellen muss, dass man eben aufgrund seines Aussehens und seines Auftretens selektiert wird. Das muss man sich auch gefallen lassen. Ich habe von Freunden gehört, die dort aufgewachsen sind, dort geboren sind, von der Hautfarbe her ein bisschen bräunlicher sind, sich normal kleiden, europäisch, westlich, aber dennoch nicht reingekommen sind, weil sie eben aussahen, wie sie aussahen. Nicht, weil sie es daneben benommen haben, die waren auch nicht besoffen. Also manchmal kennt man das ja irgendwie, wenn man den Türsteher irgendwie dumm anmacht und deshalb nicht reingelassen wird, aber die wurden einfach nicht reingelassen, weil sie so aussahen, wie sie aussahen. Mir ist es prinzipiell egal, wo die Menschen herkommen, was für eine Hautfarbe sie haben,
das Wichtigste ist, wie sie sich benehmen. Das ist mir zumindest aufgefallen, dass es für mich zum Beispiel, ich bin dunkelhäutig, leichter ist, in gewisse Clubs reinzukommen, weil es dafür eine Präferenz gibt. Ich merke immer wieder im Club, wie eine Art Exotisierung stattfindet, wenn Leute auf mich zukommen, wenn Leute gerade so in so einer Art sexuellen Interaktion mit anderen Männern, gerade so in der schwulen Szene, passiert es immer wieder. Also einerseits, dass ich andauernd gefragt werde, wo ich herkomme, und auf der anderen Seite aber auch so ein paar Stereotypen, die immer wieder mit reinspielen, die häufig sehr stark körperbezogen sind und ja, es ist total unangenehm und auch irgendwie nicht eine schöne Erfahrung. Also gerade in Berlin, glaube ich, ist es auch viel im Fokus, dass du einen Freiraum hast, wo du auch sozusagen gesetzeslos ja, auch Kind sein kannst, also auch durch die Drogen dann auch Kind sein kannst. Und also Kind sage ich so, sozusagen du hast keine Verantwortung, du bist einfach im Hier und Jetzt. Du kannst tanzen, vielen geht es natürlich auch ums Tanzen. Und du kannst dich darin verlieren in diesem Raum der Party und auch den Partys, weil das Tolle ist, du kannst ja dann sozusagen weiter switchen. Ohne Drogen wäre es einfach irgendwann vorbei, weil dein Körper, ja, du spürst halt dann deine Beine und du spürst, dass irgendwann, dass du nach Hause gehen solltest. Ich habe ein großes Problem damit, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren und das irgendwie abzugeben und vor allem in dem Rahmen, wo du dann doch nicht so geschützt bist, weil du nicht nur deine Leute um dich hast, sondern auch super viele fremde Leute, die Gott weiß, was mit dir anstellen könnten. Und in dem Rahmen Drogen zu konsumieren, finde ich persönlich gefährlich und dann auch nicht mehr so frei, weil man dann doch nicht frei ist. Früher war das dann tatsächlich so, ne? Freunde erzählen sich vom Wochenende, du weißt gar nicht, in welchem Ort ich gewesen bin, ach ja, erzähl mal, also, das ist der Mythos. Und dann entsteht dann auch so ein Zauber, ne? Und das kannst du nicht wiedergeben. Auch den Moment kannst du dort nicht wiedergeben. Das ist eine Hoffnung, ja, in Bezug zu Social Media, die werden uns das nicht nehmen, dass man solche Momente noch da haben kann. An diesem Ort sollte man sozusagen also anonym sein, indem man jetzt nicht Angst haben muss, in irgendeinem Moment, in dem man nicht gefilmt werden soll, gefilmt werden will, sozusagen, dass jemand Fotos von dir macht. Oftmals ist es schon auch so ein bisschen einfach nur, um den Club so ein bisschen geheimnisvoller, exklusiver zu halten. Die ganzen Leute, die da rumhopsen oder rum, also ich liebe die daran, dafür lebe ich. Ich glaube, das ist, ja, was würde passieren, würden wir alles zumachen? Wo würden diese Leute rumhängen? Was würden die machen? Die können sich schön energetisch am Wochenende da ausleben. Und das, denke ich, ist was total Positives. Ich finde es ja auch toll, wenn man flüchten kann. Oder was heißt flüchten, ist jetzt negativ gesagt, sondern wenn man sich neu erfinden kann, mal jemand anders sein. Mal ja, nicht alles so tiefgründig erörtern oder einfach Spaß haben. Ich denke, das ist wichtig und ich denke, es würde ein großes, also die Leute, die, wenn die nicht mehr am Wochenende in den Club gehen könnten, ja, dann würden sie durchdrehen, glaube ich. Wenn man nicht zu sehr abstürzt dabei, zu langfristig, dann ist es wahrscheinlich auch, hilft es einem auch im Alltag. Also ich glaube, feiern gehört halt dazu. Zum Abschluss habe ich Robin Mielke hier, der mir auch noch mal ein paar Fragen beantworten wird zu diesem letzten Film. Hallo Robin. Hallo Anna. Cool, dass du mir auch ein paar Fragen beantwortest. Als allererstes, dieses Fotoverbot, was wir eigentlich in allen Clubs haben, nicht nur in Berlin, sondern was sehr weit verbreitet ist. Wie seid ihr das
Problem umgangen? Wie konntet ihr überhaupt einen Film machen? Ja, also dieses strikte Fotoverbot in der ganzen Berliner Clublandschaft hat es uns natürlich unmöglich gemacht, einen tatsächlichen Partyalltag zu filmen. Und so sind wir mit der Kooperation von zwei Berliner Nachtclubs dazu gekommen, unsere eigene Party zu organisieren und eben dort eigenständig zu filmen. Zunächst war das schon erstmal so, dass es so leicht hölzern oder ein bisschen gestellt gewirkt hat. Aber im Laufe der Zeit hat sich das zu einer echten Party entwickelt. Und so waren wir auch in der Lage, so atmosphärische Aufnahmen einzufangen, die schon im echten Clubleben nachempfunden sind. Alles klar, habt eine eigene Party geschmissen, nicht schlecht. Und würdet ihr oder würdest du jetzt sagen, dass Clubs an sich realisierte Utopien darstellen? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde zunächst einmal klarstellen wollen, dass wir nicht ganz in der Lage waren, natürlich die gesamte Landschaft der Berliner Feierkultur nachzuempfinden, sondern wir haben da nur einen perspektivischen Ausschnitt. Und unser besonderer Fokus lag darauf, diesen speziellen Raum, den Club als solches, mit seinen unterschiedlichen Mechanismen und auch diesen unterschiedlichen Eintrittsritualen und eben diesem Prozess, der einerseits des großen Zugewinns an Freiheit, viele Leute, haben wir in dem Film auch gehört, fühlen sich im besonderen Maße frei, und der gleichzeitige Abgabe von bestimmten anderen Freiheiten darzustellen. Hm. Und würdest du sagen, wenn du feiern gehst oder generell dein Blick aufs Feiern, hat er sich jetzt verändert mit diesem Projekt, mit der Arbeit an diesem Projekt? Tatsächlich auch als erfahrener Raver hat sich für mich schon ein Perspektivenwechsel vollzogen. Ich habe ganz feine Unterschiede oder eben auch diese Rituale der Eingangspolitik oder dergleichen schon nochmal mit einem anderen Blickwinkel gesehen. Und ich würde schon sagen, dass so eine inhaltliche Vertiefung oder so eine inhaltliche Auseinandersetzung mit etwas, was man sonst nur in seinem Alltag oder eben in diesem Fall nicht in seinem Alltag, sondern in seinem Wochenendalltag erlebt, zu neuen Erkenntnissen geführt hat. Ja, cool. Ich danke dir. Danke auch. Damit sind wir leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben gesehen, hinter den alltäglichsten Orten kann sich sehr viel mehr verbergen, als es scheint. Und man kann sich eigentlich immer fragen, egal wo man lang geht, was verbergen die Räume, in denen ich mich bewege, in denen ich mich alltäglich bewege. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Humboldt-Universität zu Berlin und auch an das Medieninnovationszentrum Babelsberg für die Kooperation. Und tschüss!